Ja. Komm, ich speichere noch mal ganz kurz. Hat man noch nicht. Können wir die Leiter woanders hinsetzen? Nein, das will ich gar nicht. Nein, lass mich in Ruhe. So. Können wir die Leiter woanders hinsetzen? Wir könnten die Leiter noch nach hier setzen. Oder nach da. Nach da ist blöd. Nach da ist auch blöd. Ne, wir können die Leiter nirgendwo anders hinsetzen. Das ist doof. Das ist hier nicht möglich. Wobei, warte mal. Doch, wir können die nach hier setzen. Der obere Raum, der entfällt doch. Dann machen wir das auch. Pass auf. Das machen wir einfach. Ich finde dieses Geräusch immer sehr unbehaglich. Sagen wir es mal so. So, die packen wir weg. Dann bauen wir nämlich die Leiter einfach hier hin. So, was ist da unten die Luke? Ne, geht, oder? Ja, wunderbar. Machen wir die weg. Die nehmen wir direkt mit, bauen wir auch ab. Wenn wir nicht abbauen, haben wir genug Platz. Ja, doch, so viel wird es nicht sein. Oh, wobei, wir warten noch kurz. So, jetzt haben wir hier die Leiter. Jetzt können wir hier den ganzen Mehrzweckraumkram bauen. So toll. So. Und wenn mich nicht alles täuscht, wir gucken erstmal. Bevor ich jetzt wieder gleich wieder alles ummode, können wir hier einen Raum drauf bauen? Spiel sagt bitte ja. Ja, Spiel, sehr gut. Ach, sogar mit. Ja, wunderbar. Ach, ein Traum. Direkt mit Übergang. Wunderbar. Jetzt sind wir wieder, ich glaube, fast 2, 3 Folgen nur am Bauen, ne? So, Höhenstärke bei 9,2. Damit kann ich leben. Aber sowas von. Das ist ja das reinste Labyrinth, hier will ich so weitermachen. So, das bauen wir auch ab. Der kommt nach oben. Schön. Dann können wir jetzt zur Not hier unten noch die Hülle verstärken, wenn es sein muss. Na? So. Schön. Mo hat fertig. Ja, und dann Zuchtbecken. So, das eine können wir auf jeden Fall bauen. Das zweite. Was ist? Die Zahn. Oh. Ja, irgendwann ist ja immer. Irgendwann ist. Aber ich finde das ganz gut, dass wir das jetzt ein bisschen umgemodelt haben, auch wenn es Zeit kostet, weil wir durchs Trockendock immer. Oder Tauchdock, sagen wir Trockendock. Durchs Tauchdock kommen wir hier automatisch rein und können dann schön hier in die Zuchtbecken rein und. Ja, gut. Oben den Raum wollte ich jetzt eigentlich abgebaut haben. Aber jetzt haben wir es stehen, was soll es? Komm, ist egal. Wer weiß, wofür wir noch brauchen. Wenn nicht, haben wir halt einen leeren Raum da oben stehen. Ist egal. Sieht doch schick aus. So. Ein bisschen Titan kriegen wir es auch noch hin. Das Wichtigste haben wir jetzt auf jeden Fall. Batterieladegerät ist wichtig. Unser Tauchdock ist wichtig. Den Krebs sollten wir noch hier rüberholen. Das wäre noch wichtig. Zur Not können wir auch oben bei der Seebahn nur das vordere Abteil abkoppeln, die Lager stehen lassen und die hier unten auch noch laden. Dann hätten wir auch eine Möglichkeit, unsere Energiezellen, die großen, zu laden. Da wir jetzt momentan ja nur die kleinen Batterien laden können, aber so haben wir auf jeden Fall alle Möglichkeiten. Wir können die kleinen laden und für die großen halt können wir abkoppeln, das rüberfahren. Das geht ja ohne Probleme. Das heißt, wir können uns jetzt am Anfang erstmal das Energieladegerät oder Energiezellenladegerät sparen und das später immer noch nachbauen. Ist halt mehr oder weniger einfach nur komfortabler, aber nicht notwendig dadurch. Durch das Tauchdock. Was halt gut wäre, wenn wir so einen Blasenfisch erwischen würden. Titan haben wir jetzt ein bisschen. Ja, ein bisschen haben wir. Den anderen habe ich aus den Augen verloren, war klar. Dich können wir snacken. Ich snacke mir auch. Ich snacke mir nicht. Diesmal nicht, mein Freund. Diesmal kommst du ins Zuchthaus, ich meine Zuchtbecken, so.
mal ganz kurz hat hier aus. Das ist mal sehr gut, weil dann weiß man nie, wie viel Leben man noch hat oder was überhaupt einem fehlt oder nicht. Oder wo die Basis ist, das ist dann auch mal so ein bisschen, ne? Aber man sieht die Lichter der Basis. Wir gehen nochmal Richtung Basis, so langsam mal zurück. Ah, das ist cool hier. Mir gefällt das hier unten richtig gut. Besser, also in der privaten Runde oben ist nicht so schön. Hier ist echt cool. So, ein paar Aufnahmen davon. So, das reicht, so. Machen wir nochmal schnell zu Ende. Ich hoffe, wir haben es. Ah, falsche Taste. Ne, haben wir nicht. Ah, oh, uns fehlt noch ein Titan. Wir müssen jetzt hier irgendwo eine Leiter hinballern und ich würde sagen. Ach komm, wir ballern die Leiter hier hin. Hier, machen wir die Leiter hin. Was kostet hier zwei Titan? Ein Titan? Nur ein Titan? Da könnte man Glück haben. Das sieht auch mal cool aus, oder? Was fehlt? Titan, war klar. Ja, jetzt haben wir Blasenfische und Mast, ne? Haben wir genug Platz jetzt eigentlich, bevor ich wieder... Ja doch, haben wir. Kann man die vielleicht doch snacken. Oder wir setzen einfach vier direkt rein und vermehren die sich schneller. Behaupte ich jetzt einfach mal. Und wenn wir ganz viel Titan und Langeweile haben, wir werden viel Titan bekommen mit dem Krebs, weil, ne, hier, ich sag ja nur große Rohstoffvorkommen, dann können wir da auch noch, das Schöne an der Option ist, mit dem Becken, wir können auch noch locker ein Zuchtbecken draufsetzen, dann haben wir mehr als genug Fische zum Essen und für Wasser herzustellen, wobei, ich ehrlich sagen muss, hier unten sind so viele Fische unterwegs, auch Blasenfische, es ist echt ein schönes Biom zum Bauen, gefällt mir. Durch den riesen Leviathan da hinten in der Kante nicht ganz ungefährlich, aber wie ihr sehen könnt, kommt der gar nicht hier rüber. Alles cool. Und man hat fast alles da, was man braucht. Für Energie hat man auf jeden Fall mehr als genug da. Essen, Trinken ist auch gesorgt. Ein Träumchen, so. Guck mal ganz kurz, ob noch irgendwas hier vielleicht in der Nähe rumschwirrt. Was man eventuell scannen kann oder so. Nee, ne? Wow. Das ist mal krass. Okay. Hier haben wir genug zum Scannen, habt immer noch mit. Dann geht's wieder heimwärts. Das sieht ja mal geil aus, oder? Das kann was, okay? Cool. Oh, da ist auch noch was. Ja, manchmal, ich bin echt blind manchmal, oder? Da kommt man das eben nicht sehen. Ich weiß, haben wir noch Platz? Ja, wir haben noch Platz, alles gut. Das Schöne ist auch, wenn ihr was fallen sollte, es bleibt echt lang bestehen. Ich hatte das letzte Mal was fallen lassen, absichtlich. Ja, ist okay, ist okay. Du gibst aber nicht viel, drei Auge, ne? An Nahrung. Ich hatte mal absichtlich was fallen lassen. Das lag sogar nach dem Laden noch da. Das fand ich echt cool. So. Ich freue mich. So, wir müssen. Ah, Essen, das passt mal. Das kriegen wir hin. Wir bauen erstmal zu Ende. Nein, falsche Taste. Falsche Taste. Richtige Taste. So. Schick. Und jetzt bauen wir hier unsere Luke hin. Das sollte doch passen, genau. Höhlenstärke bei 7,6. Ja, wunderbar. Jetzt haben wir unser Zuchtbecken. Hippie hurra! Nicht essen, nur freilassen, bitte. So. Essenstechnisch. Was können die denn hier? Nahrung 4. Nahrung 4. Ne, die lassen wir. Die essen wir nur.
So, die können sich schön vermehren. Ich glaube, wie war das pro Zuchtbecken? Manchmal waren es 10 Stück. Das heißt, bis zu 20 Stück können wir jetzt bekommen. Und wenn wir ein bisschen Titan über haben, werden wir hier definitiv noch eins draufsetzen, sodass wir immer 30 haben. Hat Vorteile. Dann haben wir immer genug zu essen, zu trinken. Hier, wenn wir da unten noch 2, 3 Wasserfilter setzen, dann haben wir auch gedacht, mal viel mehr zu brauchen. Und ihr seht mal, wir sind jetzt, ich weiß gar nicht, ne, wie lange hier schon hier vor Ort sind am Spielen, aber bestimmt eine Stunde hier schon bei der Basis. Hier steht leider nicht, wie lange sie halten, aber der Brennstab, der lässt nicht ab. Also, der hört so schnell nicht auf. So, jetzt alles erstmal drin. Wir snacken mal ein paar Fische. Trinken was, weil die Holde Maid hat wieder Hunger und Durst. Vital signs stabilizing. Wunderbar, wunderbar. So. Speicher ganz kurz, ganz wichtig. Und jetzt bin ich gerade überlegen, wir haben jetzt erstmal alles Wichtige. Ne? Wir haben die Hüllenstärke, ist okay, wir haben unsere 2 Zuchtbecken. Auch wenn man... Na doch, wir könnten noch einmal eine Hüllenverstärkung bauen. Komm, einmal bauen wir noch. Haben wir noch? Können wir noch? Wollen wir noch? War man was? Ich glaube, zweimal Lithium brauchen wir da, ne? Einmal haben wir. Ach, mehr jetzt genug. Ich glaube, ich habe hier noch was anbauen werden. Nur zur Vorsicht. ...14,6. Das heißt, selbst wenn wir noch mehr Zweckraum dran bauen, mit Becken, wird das jetzt locker passen. Da brauche ich mir, glaube ich, keine Sorgen machen. Und da würde ich doch sagen, Batterieladegerät haben wir. Wir können noch mal ganz kurz schauen. Ja, der wäre auch geil, der große Raum, ne? Der hätte auch was, aber ist nicht so wichtig. Wärmereaktor haben wir noch nicht. Wir hatten noch keine Quelle hier in der Nähe, davon mal ab. Shot könnten wir auch noch bauen, komm, das passt. Fahrzeugerweiterungsstation. Die könnte früher oder später, sollten wir die auch bauen. Aber wir haben nicht genug Kupfer und das ist jetzt erstmal nicht so wichtig. Ein Abfalleimer ist auch nicht so wichtig. Den können wir noch machen. Ansonsten haben wir erstmal alles Wichtige hier. Da haben wir auch schon alles gebaut, was wir brauchen. Der nimmt leider zu viel Platz weg. Erweiterter Kabelsatz. Lithium haben wir auch genug, aber erweiterter Kabelsatz. Da gucken wir mal ganz kurz, was wir da brauchen. Da brauchen wir einen normalen Kabelsatz für. Der ist kein Problem, das ist 2x Silber. Computership, Gold, Kupfer. Wir haben kein Kupfer. Wir hätten zwar das da nur kein Kupfer, oder? Einmal zu wenig. Wir müssen Kupferdraht herstellen dafür und Ja, komm, wir lassen das erstmal. Kann immer noch bauen. Wir haben genug Materialien vor Ort hier. Sind wir ehrlich, daran soll es nicht scheitern. Warte mal, doch, wir können... Pass auf, bevor wir den bauen, wie gesagt, der ist nicht unbedingt notwendig, gucken wir nochmal ganz kurz, ob wir uns... jetzt nie lernen. Da. Den können wir bauen. Dreimal Titan, Aerogel, Kupferdraht kriegen wir hin. Dann bauen wir uns... Wieso habe ich jetzt... Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, wieso habe ich... Kein Mauszeiger. Da habe ich jetzt gesagt, Kupferdraht, dreimal Titan und Aerogel. Aber nicht noch einmal Titan. Oh. Nein, falsch, da wollen wir hin. Was auch noch, was wir auch noch mal ganz kurz gucken können, wir sollten vielleicht noch einen Brennstab auf Halde bauen. Würde ich empfehlen. Hallo? Ach, das geht nicht wegen der Verstärkung da. Okay, Titan. Wir brauchen einmal Titan noch. Zuerst Dekonstruktion angebauter Komponenten. Okay, die kann man nicht abbauen. Schade. Ah, ist egal. Ich sag mal, 2 Wasserfilter reicht doch vollkommen. Das ist nicht das Problem. So, jetzt müssen wir einmal ganz kurz... Pass auf, nee, wir gucken mal. Wir gucken mal, was brauchen wir noch für einen Kernbrennstab? Da wir jetzt eh einmal draußen unterwegs sind. Wenn ich jetzt wüsste, wo der wäre auf Anhieb. Reaktor, hier sind die Reaktoren.
hier fehlen noch leider zwei Teile. Das Botanikabteil, das wäre echt cool, wenn wir das haben. Da ist er. Dafür brauchen wir Blei, Titan, Glas. Schauen wir ganz kurz. Das ist das letzte, was wir bauen. Dann hauen wir auch ab. Dann gehen wir zur Richtung Krebs. Glas ist kein Problem. Titan ist holen wir jetzt eh. Blei hätten wir auch geil. Okay, wir brauchen Blei und Titan. Blei und Titan. Ist ja was? Ja, ich bin ja auch Shell, ne? Wir haben auch so einen super Scannerraum. Wieso nutze ich den eigentlich nicht? Gute Frage, nächste Frage, ne? Energie ballert die Station hier mehr als genug raus. Dann sollten wir es auch mal benutzen. Oh, Blei. Ich hoffe, wir finden hier überhaupt was. Aber die werden wir jede Menge finden. Ich glaube nicht, dass wir den ganzen Blei schon abgebaut haben. So. Die braucht ja noch so ein paar Sekunden. Da sind noch keine Erweiterungen drauf auf der... Auf dem Scannerraum. Somit dauert das mal ein bisschen, bis er was findet. Aber sei es drum, gibt Schlimmeres. Haben ja keinen Stress im Spiel, ne? Ja, sollen wir schon alles im Blei hier weggefarmt haben, aber ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen. Ich glaube es nicht. Ich kann es nicht glauben. So. Lithium, oder Lithium, ich sehe Lithium, nehmen wir auch nochmal mit. Schade, dass unten der Wasserfilter nicht geht. Aber zwei Stück, da haben wir vier Flaschen. Der produziert ja auch immer die ganze Zeit nach, wenn wir die unten leeren. Zudem haben wir die Blasenfische, da haben wir mehr als genug Kram. Das würde ich noch gern Titan haben. Platz haben wir genug. Gerne noch ein bisschen Titan. Hier haben wir noch Titan. Aber wir haben ganz viel Titan, wir können es nicht abbauen, ist das Problem, ne? So, nochmal so ein Ding, das reicht dann eigentlich schon. Oder zwei noch davon am liebsten, dann können wir vielleicht zwei Brennstäbe bauen. Und den Wasserfilter zu Ende bauen. Einmal Titan. Silber. Nochmal Titan. Na komm, gehen wir nochmal Titan. Ja, jetzt kriege ich natürlich Kupfer. Ah, Kupfer ist gut. Kupfer brauchen wir. Da will ich mich gar nicht beschweren. Blei? Ne, Silber. Was hier Lithium rumliegt, ey, Wahnsinn. Da können wir fast einen Handel aufmachen. Ich bin ja so ganz selbstsicher am Rumschwirren. Ich muss ein bisschen schon aufpassen, ne? Keine Ahnung, ob es noch was, also ob es mehrere von diesen Leviathan-Viechern hier unten gibt. Die Krebse sind da meine geringste Sorge, um ehrlich zu sein. Quarz ohne Ende. Wow. Kupfer, sehr gut. Silber, Quarz. Nochmal Lithium. Also, Titan hätten wir jetzt genug. Ich hätte noch gern einmal Blei noch. Dann könnten wir zurück. Wir müssen so oder so, so langsamer zurück. Er findet aber auch kein Blei, ne? Haben wir echt alles Blei weggekascht hier, oder was? Oder funktioniert der Scannerraum hier unten nicht, oder wie? Kann doch nicht sein. Haben wir echt alles weg? Das wäre blöd, ne? Sonst immer, wenn man das Lithium sieht, im ersten Augenblick, geht's mir zumindest so. Denke ich, oh, Blei, nein, kein Blei. Aber den können wir weiterbauen, ne? Hier brauchen wir ja nur das Titan. Dann kann der schon mal wieder werkeln hier. Wunderbar. Schick.